Herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Part von Fiesta Online, nachdem ich ja im letzten Part dreimal recken musste. Leider habe ich mich dazu entschieden, einfach mal jetzt hier die WDH zu machen. Damit es euch nicht zu langweilig wird, habe ich ein bisschen vorgearbeitet. Und wenn ich diese jetzt hier abgebe, ihr seht es, zack, Level up. Ja, wir können neue Questen annehmen. Dafür müssen wir natürlich zu den NPCs hin. Leider kann ich da keine so annehmen. Es gibt ja sehr viele neue Questen. Zum Glück neue Questen. Die WDH ist natürlich auch dabei. Aber ich würde sagen, wir reden nicht lange. Wir porten uns dann einfach mal nach Uruga. Hab da keine Lust jetzt hinzulaufen. Dann können wir das irgendwie lernen und gleichzeitig direkt die Questen annehmen. Level 70 habe ich ja endlich erreichen können. Erstmal hier den Punkt verteilen, wieder auf Stärke. Dann werden wir jetzt hier das Inventar mal ein bisschen leeren. So. Habe ja einfach mal alles aufgehoben. Alles, was Geld bringt. So können wir das auch. Die Steine aufgefüllt und dann nehmen wir mal einfach die neuen Questen an. Ja, war nicht das Richtige. Okay. Oh, doch, war das Richtige. Allerdings. Oh, die hat alle Questen hier zum Annehmen. Schade, dass man die nicht so über die Questliste annehmen kann. So, nehmen wir die letzten auch noch an. Noch zwei hier bei Pooing und noch eine. Weglaufen möchte ich nicht. So, dann geben wir hier noch die Quest ab. Ja, und wir kriegen dann eine Kette. Na, nehmen wir einfach mal eine. So, gucken wir mal in drei. Die kannst du direkt wieder haben. So. Dann haben wir hier bei Vellon was zum Annehmen. 9% schon wieder. Lärmbelästigung 1. So, da haben wir die auch. Dann einmal hier zu Curly, zur Lagerverwalterin. Dann lagern wir hier einmal ein. Und dann kommt unser 70er Bogen zum Einsatz. Ups. Wo ist er? Da. Den möchte ich einlagern. Und den ziehen wir an, damit der 70er Bogen gute Stärke eigentlich jetzt schon vom Schaden her. So, rennen wir mal hoch. Gucken wir mal, was wir da oben noch zum Annehmen haben. So, da ist. Ja, bei Ruby können wir auch eine Quest abgeben. So, hier, das sind Angriff der Spinne, Focalo-Hitzesoldat, SOS und Fino. Die nehme ich einfach mal an, die Fino-Quest. So, dann einmal noch zu Ruby. Ja, dann muss ich ja nach Dings für hier. Nach Rumen. Werde ich einmal hinflitzen. Ja, SK oder GP, was hast denn du da Schönes? Ja, 114er. Das dauert noch ein bisschen. So. Dann einmal zu Ruby hin. So, komm hier runter. So, da gucken wir mal. Reyna, wo haben wir Ruby? Hier irgendwo war die doch. Da haben wir Lehrmeisterin Ruby. Quest beenden. Sehr schön. Was hat Maria für uns? Ja, das Grillfest immer noch. Werde ich natürlich nicht machen, das Grillfest. So, erstmal wieder ab nach Uru. Na, sechs Level, da können wir wieder öffnen. Beziehungsweise, ich muss ins VG2. So, gucken wir gerade noch mal hier. Stück der magischen Kugel.
Tee der Funkhunde bei Waffentitelhändler Bran. Der steht in Elde. Da muss ich auch hin, um ins VG2 zu gelangen. Da brauchen wir 8 Äpfel und 12 Kräuterwurzeln. Okay. Dann würde ich sagen, die Quest hole ich mir. Versuche jetzt dann einfach mal so schnell wie möglich diese 8 Äpfel zusammenzukriegen. Die dauern ja am längsten. Und die Wurzel, die geht eigentlich relativ schnell einmal in den Nebelwald rein. Da sollte ich die relativ zügig zusammenkriegen. So, Quest annehmen. Zack, zack. Ja, das kann ich. So. Dann würde ich sagen, hier müssen wir nicht rein. Gehen wir hier, Bucht der Gier. MSG, nee. Ja, Nebelwald gleich. Wenn ich dann die Äpfel habe, ich versuche jetzt ganz, ganz schnell die Äpfel zusammenzubekommen. Muss ja ein bisschen Holz hacken gehen. Sollte aber eigentlich doch schnell gehen. 8 Äpfel dauert natürlich, aber mal sehen, wie lange es dauert. So, ich gehe mal hier rum. So, da suchen wir mal ein bisschen Holz. So, dumm die dumm die dumm Holz. Wo bist du? Da haben wir schon mal einmal Holz. So. Ja, ein Harz minderwertig. Sehr schön. Was will ich mit Harz? Ich brauche Holz. Versuchen wir es hier nochmal. Ja, Feuerholz. Jetzt, wo ich es nicht mehr brauche, da vorne steht noch ein Holz. Versuchen wir das mal. Zack, ja, wieder nur ein Harz. Eieiei, das wird doch länger dauern, als ich mir mal wieder denke. Ja, die Kräuter könnte ich hier eigentlich auch einfach mal öffnen. Ah, jetzt für jedes Kräuter mal runter. Lohnt sich auch nicht. Da bin ich dann doch schneller im Nebelwald. Also reiten wir mal hier rum. Holz, komm. Put, 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 put. Wo ist das Holz? Ja, Holz. Ich suche dich. Ja, da geht's zum Strand. Da werden wir kein Holz finden. Ach, nee, ich liebe das, wenn man kein Holz findet. Kräuter. Ja, hier ist noch ein Holz. Versuchen wir das mal. Vorne steht dann noch mal ein Holz. Ja, und ein Apfel. 2 von 8. Sehr schön. Oh, ich hasse sowas. Immer diese Sucherei nach den Drops. So, wieder ein Apfel. 4 Äpfel. Hier ist noch ein Holz. Ja, nur ein Harz, war ja klar. So, komm, hier. Eine Kräuterwurzel drin. Nein, nur ein Kräuterblatt. Gucken wir mal weiter nach Holz. Hier steht keins mehr. Doch, da. Da ist noch ein Holz. Ich versuche es einfach. Ups. Ja, Harz MW. Hier stehen noch 2 Hölzer. Und wieder ein Apfel. So, hier ist ein Kräuterstiel. Gucken, kriege ich die Kräuter ja da an. Zack und nix. Eieiei. Feines Feuerholz und normales. So, Kräuterblatt. Nee, das war das nicht. Ich brauche die Kräuterwurzel. Da haben wir schon mal die erste Kräuterwurzel, beziehungsweise 2 Stück. Reiten wir mal weiter. Ich brauche ja nur noch 2 Äpfel.
gucken wir mal, was wir hier noch finden. Ja, hier ist die Pilzfarm, von da sind wir gekommen. Das hier müsste dann Eldarineport sein. Nee, nicht Elde. Na komm, auf die Karte, dass ich gucken kann. Bergarbeiter. Ja, da haben wir noch mal Kräuter. Komm, die nehme ich jetzt direkt mit. Zwei Stück nebeneinander. Vielleicht für die Kräuterwurzel. Kräuterwurzel 4 von 12. Sehr geil. Ja, komm, gib mir Kräuterwurzel. Na, nur ein Kräuterstiel. So, gucken wir mal gerade auf der Karte, was es hier für ein Tor ist. Echohöhle. In die Echohöhle muss ich natürlich nicht. Da finde ich kein Holz. Reiten wir einfach mal hier weiter rum. Oh, ich hasse sowas. Immer diese Sucherei nach dem Holz und allem. Das ist eigentlich schlimmer wie die Kräuter. Weil die Kräuter einmal, wie gesagt, in den Nebelwald, da hat man die zusammen. So, gucken wir mal. Jetzt sind wir hier wieder am Eldeport. Da haben wir dann sandige. Vielleicht haben wir ja hier Glück, dass jetzt hier wieder irgendwo ein Holz gespawnt ist. Und dann mal ein paar Kräuter. Ja, hier ist einmal Kräuter. Die nehme ich auf jeden Fall mal mit. Kräuterwurzel. 6 Stück. Ja, und da hinten ist ein Holz. So. Ach. Mist, kein Apfel drin, ne? Ah, dafür haben wir hier nochmal ein paar Kräuter im Beifuß. Da haben wir auch nochmal Kräuter. Da steht auch wieder ein Holz. Kräuterwurzel haben wir hier. 8 von 12. So, das Holz natürlich aufmachen. Ja, wieder nur ein Harz drinne. So, reiten wir mal hier rum. Weil dann kommen wir hier Rumentor, wo ich jetzt erstmal hingehe. So, Hallöchen. Ja, hier drüber, dann sind wir da vorne schon am Rumentor. Ich hasse diese Sucherei, ich sage es euch. Diese blöde Sucherei immer nach Holz und es ist echt irgendwann nur noch zum Kotzen. Also ist das nun mal, wenn man die Quest machen möchte. So, ab nach Rumen. Jetzt sind wir hier, sehr schön. Flitzen wir einmal hoch ans Portal. In den Wald der Gezeiten. Na komm, Vieh, sei mal ein bisschen schneller. 14% habe ich schon, okay. So, Wald der Gezeiten. Und hier haben wir auch Holz. Und hier liegt eine Hochschleimkarte. Ich weiß gar nicht, ob ich die schon habe. Nehmen wir einfach mal auf. Und gehen hier runter. Gucken gerade mal. Ja, die habe ich schon, die Karte. Okay. Und hier haben wir Holz. Und jetzt heißt es Daumen drücken, dass da wirklich mal wieder ein Apfel drin ist. So, die kann ich wegschmeißen. Die habe ich ja schon. So. Holz, öffne dich, nur ein Harz. Ja, die Kräuter nehme ich auch direkt wieder mit. Ich brauche auch nur noch 4 Kräuterwurzeln. Kräuterblatt, Kräuterschiel, Beifuß. Kräuterwurzel wäre mir lieber gewesen. War schon wieder nur ein Harz. Ja, Fino jetzt offen. Werde ich noch nicht reingehen. Ja, nur ein Harz.
Und da habe ich die letzten zwei Äpfel. Sehr schön. Die Äpfel habe ich damit zusammen. So, Geranie. Kräuterwurzel. Jetzt fehlt mir nur noch eine Kräuterwurzel. Suchen wir uns hier gerade noch mal eine Kräuter. Pilze brauche ich nicht. Ich brauche Kräuter jetzt. So, liebe Kräuter, wo seid ihr? Ein Pilz. Hier habe ich nochmal Kräuter. Direkt zwei nebeneinander. Hoffen wir. Kräuterstiel. Mann, ich brauche doch diese blöden Kräuterwurzeln. Komm, Kräuterwurzel. Ach, Mann. Entweder kriegt man stundenlang nur die Kräuterwurzeln oder dann nur die Kräuterstiele. Und da habe ich die letzten zwei Kräuterwurzeln. Sehr schön. Gehen wir mal weiter. Jetzt habe ich ja die Drops endlich zusammen. So, hoch. Ab nach Elde. Und dann werden wir, ja, wir haben natürlich noch die WDH. Bin ich jetzt blöd? Ja, ich bin blöd. Da ist das Tor. So, da will ich hin. So, wir müssen natürlich dann auch noch gucken in Uru, ob es neue Skills gibt. Das werde ich jetzt in diesem Part noch erledigen. Und da werde ich jetzt nicht hier rumrennen. Ich habe genug Portrollen. Ab nach Uru, ab zu Seaburn. So. Gucken wir mal, ob es neue Skills gibt. So. Teile der zerbrochenen Klinge. Ja, komm, ich nehme die einfach mal an. Was ist das für eine Quest? Oh, nur eine Laberquest. Mach ich doch gerne so Stücke der magischen Kugel. Okay, ich nehme die jetzt einfach mal an. Ich weiß nicht, was ich da genau machen muss. Möchte ja einfach eigentlich jetzt nur gucken wegen neuen Skills. Und da gibt es noch nichts Neues. Wahrscheinlich nur wieder so eine dämliche Passive. Ja, sage ich doch. Nur eine Passive. Aber Erlernen wird auf jeden Fall gemacht. Die Fähigkeit Bogenschießen. Und dann geht es ab nach Elderine. Und ab ins verborgene Gefängnis. Ja, 20%. Also die Laberquest gab 6%. Sowas mag ich natürlich, wenn man Prozente gewinnt. So, ab ins Eingestürzte und dann geht's so ins Verborgene. Den Mana-Trank lasse ich mir nicht entgehen. Und dann geht's mal hoch. Endlich ins Eingestürzte. Ja, hier müssten wir jetzt eigentlich auch agrofrei sein, komplett. So, Folterer 56 sind wir agrofrei ja schon seit längerem. Gucken wir mal gerade. Ja, hier Karasian-Soldat und Ersthändler auch agrofrei. Alles agrofrei jetzt hier. Überall diese berühmten 11 Level höher. Also brauche ich mir hier keine Gedanken mehr zu machen bei den Karasian-Templern und allem.
Aber hier drinnen wird es dann wieder natürlich was heftiger. So, hier sind wir agrofrei. Hier brauchen wir rote Findlinge. Und die finden wir angeblich da oben. Dann würde ich sagen, nehmen wir uns direkt die Findlinge mit. Wenn die ja hier oben stehen. Ja, 10 Stück. Warum sollen wir die nicht direkt machen? So. Einmal mit der Waffe rein. Jetzt gucke ich mal, wie ich die stehe. Also die müssen natürlich. So, ja. Dann kommen wir zu dem, was viele bemängelt haben bei mir. Ich würde mich pullen oder so. Das werde ich jetzt mal tun. So. Ziehen wir uns die hier mal ein bisschen hin und her. Hin und her, kreuz und quer. Natürlich habe ich nur den einen Lauf-Skill. Ist natürlich der Nachteil. Und okay, ich bin tot. Das war jetzt natürlich so nicht geplant, dass ich da recke. Ah, Mann, was soll ich dazu sagen? Immer diese Reckerei. Ist ein Stern. Wollte gerade schreiben, ob sie mich buffen kann und dann zack, habe ich den Buff. Ah, schade, dass ich da den Prozent jetzt verloren habe. Aber es gehört dazu, es ärgert mich natürlich nur immer wieder aufs Neue, wenn ich dann recke. Ja, ich muss mal gucken, woran es liegt, dass ich jetzt derzeit so viel am Recken bin. Natürlich liegt es auch an meiner Rüssi. Ich habe hier immer noch jetzt mit Level 60 die 35er Rüssi an. Natürlich, es gibt tausendmal bessere. Ich denke mal, die MPC-Rüssi wird auch mittlerweile bedeutend besser sein von den Verteidigungswerten. Da werde ich aber erst dann gucken gehen, wenn ich das nächste Mal wieder in Elde bzw. in Uru bin. Werde jetzt nicht extra dafür mich dahin porten, nur wie gesagt, die 35er, das ist hier eine Def. Naja, da kann man drüber streiten. Es war die Blue, aber Level 35. Damit kann man nicht wirklich viel reißen. Und ihr seht, meine Def gerade mal bei 429. Da geht noch was. Besonders wenn ich dann farmen will. Demnächst habe ich ja vor, farmen zu gehen. Und dann brauche ich natürlich auch die Def für meine 75er Rüssi zu farmen. Will ja da aufs Korinth-Set gehen. Deswegen werde ich jetzt einfach mal hier gerade nochmal so killen. Aber versprochen, dass es sich im nächsten Part auf jeden Fall ändern wird. Was das Killen betrifft, da werde ich dann echt mal ein bisschen pullen, weil ich brauche ja jetzt mehr Kills als alles andere. Und da kann man sagen, gut, ich bin Jäger, ich kann pullen, ich kann kiten, ich kann alles und werde es dann auch machen. So kleiner Juwelenwächter brauche ich keine. Gucken wir mal, was hier im Raum steht. Ja, komm, hier, die Findlinge nehmen wir auch noch mit. Jetzt auch mit dem Buff sollte ich die eigentlich stehen. So, ich brauche noch 5 Stück. 2. Ja, da habe ich die anderen 3. So, und das sollte ich doch jetzt mal packen. So, kommt, Jungs. Diesmal stehe ich euch. Ja, da sind schon ein paar umgekippt. Ich verzichte jetzt mal gerade ein bisschen auf die Drops.
So. Die nächsten werden jetzt dann auch gleich umkippen. So. Ja, alle down. Damit die erste Quest abgeschlossen. Die Lärmbelästigung. Werd mich dafür jetzt nicht extra wegporten oder so. Na gut, die ziehen wir noch aggro. Den allerdings nicht. So, hier kommt Königsspinne. Patsch, patsch, patsch. Und down ist die. Denn wir müssen hier hoch zum Verborgenen. Ja, die goldene Fledermaus ziehe ich natürlich auch noch aggro. Ich werde die stunnen. Hat auch geklappt. So, das kleine verfluchte Schwert ziehe ich auch noch aggro. Ja, komm. Hier sollte es da eigentlich kein Problem sein, auch durchzukitten. Die Drops sind erstmal jetzt relativ. Versuchen wir mal trotzdem an den Schwertern. Aha, das hat leider nicht geklappt. Ja, komm, jetzt machen wir erstmal gerade die Viecher hier down. So, hat funktioniert. Oh, und der ist resistent. Ah, ist klar, kein Vieh ist resistent gegen meinen Stun, aber die Fledi ist klar. Ja, dieser Part wird diesmal ein bisschen länger werden, denn ich möchte auf jeden Fall in diesem Part jetzt noch es schaffen, hochzukommen bis zum VG2. Ja, die Orkjäger, gucken wir mal. Ja, es geht von dem, was ich den ziehe. Das heißt, wir könnten hier eigentlich auch hätten. Jetzt hatte ich ein kurzes Standbild. So, kommt. Das sollte ich hier problemlos stehen. Ja, die missen zum Teil. Ja, das sollte hier kein Problem werden. Ja, da stehen direkt die Noxe. Die sind natürlich richtig gefährlich. Ja, alle down. Das Blöde bei den Noxen natürlich, dass die stunnen. Beziehungsweise nicht stunnen, die fesseln ja ein. So, wunderbar. Hat auch funktioniert, wie ich mir vorgestellt habe. So, nehmen wir hier noch den mit. Ja, schade, keine Karte. Ja, Nox-Kapitän steht da. Ja, komm, erstmal du Aschon. Ja, der wird dauern. Ja, komm, den ziehen wir mal ein bisschen. Und zack, sehr geil. Der ist down. Dann können wir jetzt weiter rennen. Gucken wir mal gerade. Ja, wir müssen da runter zu dem Raum. Ja, ich kämpfe mich jetzt einfach nochmal weiter nach vorne. Ja, die Noxe kein Problem. Auch die Inkubusse soweit kein Problem. Gut, jetzt hier die Fledi. Kann man drüber streiten, die hellgoldene Fledermaus. Sind ja jetzt gleich auch schon fast da, wo wir hinwollen. So, dann wir die einmal noch. Und müssen hier dann rein. Ah, die haben eine Karte gedroppt. Die nehme ich nochmal mit. So, komm her, du kleiner Findling. Zack. Ja, gleich im VG2.
Zack. Und hier den noch zack und zack. Und dann sind wir auch schon im VG2. Und dann will meine Frau auch noch den Kaffee haben. So, jetzt im VG2. Hier brauchen wir ja einiges diesmal. Ja, einiges, gut gesagt. So viel auch nicht. Ich werde jetzt nochmal gucken, wie ich hier die Funkenhunde stehe. Ah, es geht eigentlich. Und zack, ja, das erste Horn direkt gedroppt. Ja, die Navare gehen eigentlich auch. Ja, eigentlich so gar keine Probleme jetzt hier. Zack, zack, zack. Ja, und wenn der mir natürlich auf, wäre sehr schön. Ja, ich würde sagen, im nächsten Part kämpfen wir uns dann hier einfach schön nach vorne. Ich werde mich hier nach hinten aber einfach mal sicherstellen. Denn 65 Minuten habe ich den Buff, wie es sich gehört. Stellen wir uns hier einfach mal sicher. Ich hoffe, dass ich natürlich im nächsten Part nicht so einfach recke wie jetzt vorhin schon wieder. Wenn euch der Part gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben und bis zum nächsten Mal. Ciao!